Hallöchen Leute, hier ist der Gusua und ich möchte nochmal ein fettes Dankeschön überhaupt erstmal an alle raushauen. Weil klar, ich habe die 10k-Abos geknackt auf YouTube, mittlerweile sind es über 11, bald 12. Aber was auch ziemlich geil ist, ich habe mittlerweile 500 Follower bei Instagram und das ist dann natürlich auch eine ziemlich geile Nummer, dass man da eben immer, wenn man mal irgendwelchen Scheiß hat, den einfach mal auch nochmal fotografieren kann, posten kann und fertig geil. Also wenn man jetzt einen besonders geilen Raid hatte, zack, zack, kommt der auch mal rein und bam. Heute hatte ich auch einen irgendwie mit 500 Alex und irgendwie 300k Gold oder sowas. Also das war auch schon ziemlich geil. Den muss ich natürlich auch raushauen. So, jetzt habe ich mich wirklich auch nochmal mit dem Account um einiges beschäftigt, sage ich jetzt mal. Im Bereich halt eben auch ein bisschen Mauerfarm, sage ich mal. Ich war jetzt eine ganze Zeit lang online. Und immer so nebenbei. Einfach nur so zack, 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 dass eben schön Troops rausgehauen werden, klar. Und dass man halt nicht angegriffen wird. Und hier, das ist schon ziemlich männlich. Also das ist schon eine ziemlich geile Nummer. Und klar, ich meine, man hat auch mal totalen Fail, wenn man sich denkt, gut, okay. Aber das war schon ganz nett. Hat gut gepasst. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum denn immer noch die Einser Mauern? Wenn sich da noch jemand fragt. Ich muss wirklich sagen, echt jetzt mal ohne Scheiß, ich mache lieber erst meinen Rest auf 6 und dann wirklich den Rest, weil wirklich, wir gucken mal, vielleicht sehen wir es in einem Verteidigungslog, kann ja sein, ich wurde gerade angegriffen, weil die 6 Stunden rum waren und da, hier, genau, bestes Beispiel, zieht's euch einfach rein, gucken wir mal, was hier passiert, der Riese, klar, die Mauer ist nicht viel, aber der Riese wird schon mal vorher gestoppt. Was will ich denn mehr? Klar hätte eine bessere Mauer mehr gebracht, logisch. Aber der Riese ist erstmal down. Was soll's? Dann die nächste Sache, guckt mal. Die gehen jetzt gleich hier drauf, weil sie merken, oh, ich kann hier nicht rüberschießen. Also von daher, die Mauer ist nicht sinnlos. Die ist nicht einfach so, ja gut, okay, stelle ich sie jetzt hin oder nicht. Kennt ihr doch auch, wie oft hat man das so, dass man irgendwo anders 4 oder 5 Mauern hinstellt und sich denkt, naja, sie passen einfach hier nicht hin, also mache ich sie dahin. So, und das ist das einfach nicht. Ganz ehrlich, jetzt mal ohne Scheiß, guckt es euch an. Was passiert mit meinen Dev-Gebäuden? Gar nichts. Gar nichts. So, jetzt, klar, jetzt hätte man hier natürlich nochmal cool irgendwie eine Mauer, genau, irgendwie nochmal eine Bombe oder sowas hinhauen können, klar, logisch, aber läuft doch, ist doch einwandfrei, jetzt wird da garantiert, Alter, habe ich echt seine gesamten Mauerbrecher gekillt? Oh, das ist natürlich ziemlich nice. Oh, da wird er leicht geweint haben, oder? Ah, okay, ich meine, jetzt kommt er sogar noch mit Max-Riesen klar. Ganz ehrlich, da ist meine Base gar nicht für gedacht, logisch. Aber auch meine Sprungfalle ist gut gesetzt gewesen. Ach, wie ich das liebe. Das ist natürlich ziemlich geil. Ja, klar, logisch, da gibt es jetzt Loot für ihn. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, man muss sich das auch überlegen, was ist er für ein Level, was bin ich für ein Level. Also von daher alles safe. Die Mauer hat es gebracht. Also wenn ihr gerade beim Upgraden seid und gerade ein neues Town Hall habt, probiert das einfach mal. Ich weiß das noch bei meinem Bruder. Der hat das im Bereich, genau, von 7 auf 8 genauso gemacht und hat dann innen drinne, in seiner Base, dann nur noch das letzte bisschen da innen drinne mit den hölzernen Mauern gehabt. Und das lief. Das lief einfach mal. Also von daher, probiert's. Wenn ihr sagt, das geht gar nicht, dann geht das gar nicht und dann kann man es immer noch lassen. Aber man kann es auf jeden Fall probieren. Dafür bin ich ja immer. Holy moly, aber leider aktiv. Den hätte ich ja gerne genommen. Aber ganz ehrlich, was man, also jetzt auch um diese Raids zu bekommen, was man da echt an Ressourcen auch wieder wegklickt, also sprich an Gold, hört auf. Das ist nicht feierlich. Ah, auch schade. Wo man denken würde, oh cool. Ah, ich sag mal ganz ehrlich, den hier könnte ich. Dann hätte ich immerhin ein Drittel vom Loot. Das sind 100.000. Ach kommt Leute, was soll's. Was kostet die Welt? Ich nehme die Hälfte. So, jetzt gucken wir natürlich, dass wir hier nicht so in den Bereich vom Magierturm kommen.
wie gesagt, ich bin am Rumtüdeln und Machen, was das Layout angeht, dass ich halt noch ein bisschen bessere Balken und so weiter und so fort hinbekomme. Aber ich denke, bei diesem Format selber werde ich, denke ich mal, bleiben. Also vom Bildschirmformat, vom. Ja, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Aber wir können hier noch mal ein paar hinballern, um das Rathaus niederzumachen, dass ich mit den Pokis nicht zu sehr falle. Das muss ja auch nicht sein. Und dann ist das cool. Achso, da können wir den King noch setzen hier. Bada bim, bada boom. Und den können wir auch noch kurz ragen. Und dann nennt er sich Rachel. Hahaha. Oh, ich bin wieder so geil drauf, Alter. Ich bin so geil drauf. Ja, ich habe aus Versehen Anfragen gemacht. Es tut mir leid. Klar, dann wird natürlich auch gespendet. Logisch. Aber eigentlich möchte ich dazu natürlich nicht aufrufen. Aber ansonsten mit den Bogies echt. Also, ihr habt es gerade im Log gesehen. Es läuft einfach mit den Bogies. Und wie gesagt, dann mache ich das auch. Also, mit dem anderen Account bin ich ja wieder so ein bisschen. Da probiere ich dann sozusagen in Anführungsstrichen diese Woche, also heute, auch noch. Warum habe ich denn da Wut? Egal. Aber Wut brauche ich dafür eigentlich nicht. Aber egal. So, jetzt gucken wir uns nochmal ein paar Raids an. Mal gucken, ob wir hier noch was Geiles finden. King of Kurde. Oh ja, sehr geil. Sehr geil. Zwar nur Barbaren, aber wie gesagt, es ist geiles Zeug. Da freut man sich auf jeden Fall. Da macht es einfach mal Katsching, Katsching in den Augen. Und dann passt das. Ich hätte ganz ehrlich, ich hätte sogar noch gedacht, dass es mehr noch in Minensammlern drin ist. Kleinen Moment. Wenn ich noch. Ich sag jetzt mal. 15. Ah, okay, das wäre wirklich eine Nummer zu hart gewesen. Aber du hattest noch den King. Ganz ehrlich, ich hätte es eventuell probiert. Echt von. Aber ich glaube auch, das wäre in Hose gegangen, weil das sind einfach mal zwei Mauern noch. Da verstehe ich das schon, dass du sagst, gut, okay, komm, ich nehme lieber hier wirklich das mit, was ich kriegen kann. Das stimmt schon. Weil du da garantiert nicht so easy die das Dunkle bekommen hättest. Muss ich dir recht geben. Passt. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich hau mir die ganze Zeit schon auf die Finger. Also denkt nicht, dass ich da gelangweilt da sitze und dann sage, ach naja, jetzt ist der Gusor Videos Clan wieder. Was hat er gemacht? WTF? Okay. Wie heißt er? Let me. Okay, ich lasse dich. Kein Thema. Läuft auf jeden Fall bei dir. Läuft so richtig. In welche Richtung wollen wir zwar jetzt nicht erörtern, aber das passt schon. Auf jeden Fall, Alter. Das ist exklusiv True Wasting in höchster Stufe. Das ist richtig für'n Arsch gewesen. Und jetzt am Ende noch schönen Sprungfalle. Das wär's noch gewesen, oder? Naja, da passiert gar nichts. Da passiert nichts. Ich meine, klar, der Dragon hier, der wird nochmal richtig gut was reißen, zumal die Luftabwehr nicht in der Range ist. So. Ah, jetzt fliegt er dahin und jetzt hat er Pech gehabt. Ansonsten hätte der hier drinnen sogar noch was reißen können. Eventuell sogar bis zum Dunklen wäre er gekommen. Der Magierturm hätte ihn auch nicht wirklich gesplasht. Aber die Luftabwehr, ganz klare Sache. Die zieht dem Drache auch mal die Flügel weg. Ah, das ist gar nichts. Da kommt gar nichts zusammen. Und da würde ich sagen, geiles Ding für Malte auf jeden Fall. Geiles Ding für Malte. Ganz klare Sache. Das hat sich noch über 1,5 Minuten. Oh, ich hätte das ja. Naja, abgebrochen ist auch ein bisschen viel gesagt. Aber ich meine, klar, hier holt er sich noch ein bisschen was. Aber das ist auch ein Witz. Ich weiß nicht. Lol, Alter. Ah, okay. Ah, okay. Okay. Er hat noch ein bisschen was reißen können. Aber da können wir getrost drüber lachen. Überlegt mal, was er reingesteckt hat. Das ist schon. Schon echt extrem. Lukas haut eine Verteidigung raus. Sowas macht man grundsätzlich nicht. Sowas nur noch mal für die Neueren oder wie auch immer. Immer erst wirklich
zum Beispiel ein Riese vor, wenn nicht sogar zwei Riesen vor, dass die wirklich erstmal die Dev auf sich nehmen. Und dann kann man drüber reden, Mauerbrecher, aber auch nicht in dem Bereich direkt. Weil, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Riese hinpacke, der will auf die Dev-Gebäude rauf und geht dann, sage ich jetzt mal, hier lang. So, wenn ich dann aber hier auch die Mauerbrecher droppe, kommt hier Fläche, bam, kaputt. Deswegen etwas daneben die Mauerbrecher setzen. Aber wie gesagt, das ist einfach richtig Verschwendung. Das waren vier Mauerbrecher. Kleinen Moment, ich habe ja Liste. Vier Mauerbrecher Level 3. Zack, zack. Echt, das ist ja gar kein Thema. Vier Mauerbrecher kosten 2,50 das Stück. Also 10.000 sind da einfach in Rauch aufgegangen. 10.000. Die muss man erstmal reinholen. Ohne dass was passiert ist. Wenn ich jetzt sage, oh, ich gebe jetzt für Bogies irgendwie 10.000 aus, kein Thema, wenn ich da eine Gegenleistung bekomme. Ja, auch mit dem Rage, klar, aber wenn ich die Riesen rage, klar, gehen sie ein bisschen besser auf die Mauern los, aber viel passiert da doch auch nicht. Und der Rage hat auch gekostet, ganz klar. Aber wie gesagt, hat Lukas vollkommen richtig geschrieben. Was will er denn hier heilen, bitte? Was denn bitte? Die paar Riesen, ach, komm. Nee. Ich sag mal, von der Zeit her scheint es sich ja noch um einiges hinzuziehen. Aber was er investiert hat, geht auf keine Kuhhaut. Das lohnt sich hinten und vorne nicht. Ganz klare Sache. So, und jetzt, ich würde mal sagen, ja klar, also es wären auch noch die 50%. Weil mit der Zeit, ganz klar. Aber ja. Wie gesagt, muss man sich immer überlegen, lohnt sich sowas denn? Ganz klare Sache. Weil ich habe jede Menge Zeit investiert, um die Truppen auszubilden. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ach naja, ich habe Langeweile und was auch immer, was macht denn der Luftfeger da? Auch nicht schlecht. Du schiebst den direkt in die Base. Das Ding kann richtig ins Auge gehen, weißt du das? Das kann richtig ins Auge gehen. Dass du den wirklich da hinschiebst, wo er hin will oder wo er nicht hin soll, das würde ich nicht unbedingt machen. Wenn du einen Upgrade hattest, dann drehen wenigstens so, dass er gar nicht dich stört, sag ich mal. Nee, das war... Ich meine, hat dich natürlich, also hat Lukas auch ordentlich was gekostet, logisch. Aber guckt euch das an. Also das hat sich hinten und vorne nicht gelohnt für den Angreifer. Oh, ich hoffe, das gefällt euch mit dem neuen Skin. Ich hoffe das einfach. Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen verändert. Ihr seht es ja immer von jeder Folge zur nächsten. Aber wie gesagt, da seht ihr eben auch irgendwo, es soll nicht dieses, ja, wie soll ich sagen, also man will sich irgendwo doch ja verändern, verbessern. Verändern ja nicht immer. Also wenn ich gute Sachen habe, dann brauche ich es nicht irgendwie verbessern ganz oder verändern. Aber wenn ich wirklich sehe, oh, da ist doch noch irgendwo was ich besser machen kann, dann mag ich das gern, ganz klar. Wenn der Aufwand nicht zu extrem ist. Wie gesagt, das ist ja immer so das Problem mit den 2 Tagen. Ich habe heute auch wieder Anfragen bekommen zum Bereich, kannst du mit mir aufnehmen? Wie gesagt, das ist nicht so mit diesem, oh naja, ihr habt, also klar, es ist natürlich schon so eine Sache, wenn ich eine Anfrage von einem YouTuber bekomme, der sagt, ey, hier, guck mal, ich habe angefangen hier mit YouTube und jetzt supporte mich mal hier. Und ich gucke rein, er hat zwei Abos oder sowas und hat eben, wie gesagt, sein Tablet mit der Handykamera abgefilmt. Ja, okay, ganz ehrlich, da habe ich dann echt wirklich absolut keinen Bock drauf, ganz klare Sache. Aber auch so, es ist nicht so, oh, hier, genauso jemand hier mit 1000 oder 2000 Subs. Oh, geil. Oh, geil. Ah, die Fläche, die ist mir so ein bisschen Dorn im Auge. Aber ich probiere das. Ich probiere das und zwar mache ich Folgendes. Ich droppe den King und droppe da gleich mal einen Wut. Ich hoffe, dass das was wird. Ich denke mal, wenn ich dann erstmal durch sein werde, wo rennt ihr hin? Ah, sehr geil, rein. Genau, das ist eben das Ding. Die müssen jetzt rein und jetzt hier richtig eine vor den Sack geben. So richtig schön mitten rein. Und dann sollte sich das auch lohnen. Ich hau hier nochmal einen Rage rein, vollkommen egal. Weil, wie gesagt, Rage, ich weiß das noch am
Ja, am Anfang kann ich fast sagen, wo ich gesagt habe, Rage, 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 total doof, total doof. Und dann hat mir eben einer gesagt, ey, pass auf, mach das doch mal so und so und so. Und das hat echt richtig was gebracht. Guck mal, ich hatte jetzt, klar, die Base war nix. Logisch, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber Fakt ist, ich hätte es mit der Schnelligkeit definitiv nicht hinbekommen und dann wären halt die Bogies schnell mal weg gewesen. So, ich habe jetzt 170 Bogies genommen, habe die Level 4, 170, ich gucke kurz, kleinen Moment. Habe ich das gar nicht drinnen zu stehen? Doch, da klar, logisch. Level 4 kosten 200. 20.000, 34.000, richtig? 34.000, easy. Ganz easy gemacht. Dann natürlich zweimal den Rage drauf. Klar, muss man auch sagen. Aber schon habe ich 400k. Was will man denn mehr? Und wie gesagt, da kann jeder sagen, wie er will. Also mittlerweile muss ich auch sagen, ist es echt auch weniger geworden mit diesem, du hast ja gar keine Ahnung und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da könnt ihr mir doch recht geben, oder? Also das ist vollkommen legitim. Also mittlerweile läuft das hier. So. Köhne hat einen Angriff rausgehauen. So, genau. Er hat Ablenkung mit Riesen gemacht, hat dann Mauerbrecher gesetzt. So, in dem Bereich, wo die Riesen sich eine Weile aufhalten, hat er einen Heal gedroppt und dann geht's rein. Ein 10er King, der macht schon richtig was. Rage Stufe 2, also sprich Fähigkeit auf 2, da kann der schon richtig was machen und der tankt auch schon ganz gut auf jeden Fall. So. Jetzt sind die drin? Genau, richtig, bin ich auch der Meinung. Hier, wir haben hier den King gehabt, der halt wirklich Death auf sich genommen hat. Dann kann man hinten nach schon ordentlich was reinholen in die Base und dann passt das auch. Ansonsten ist es auch nicht mega der Loot. Also, das ist in Ordnung, klar, logisch. Und ist auch eine coole Nummer auf jeden Fall. Also, dass er das hier so gezogen hat. Hier, guckt mal, hier einwandfrei. Magierturm hat sich auf den King gestürzt und ist nichts geworden. Einwandfrei wurde schon von der Seite hier abgewetzt. Einwandfrei. 7, 5, 4. Einwandfrei. Richtig schön gemacht. Super. Und wenn wir uns das durchgucken, dann ist das okay. Klar, hat auch was gekostet, aber das ist in Ordnung. Cooles Ding. So, weiter geht's. Megaloot, oh mein Gott, so geil. Ich habe jetzt hier mit wer weiß was gerechnet. Drachenvieh in Aktion vom Krieger? Da kommt wieder meine Frage. Ich weiß, ich bin so ein kleiner. Ich mache gerne mal irgendwie so einen Traum kaputt. Aber guck doch mal, was die Drachen kosten. Also, das kann man. Wie gesagt, ich finde das so geil. Ich finde das so geil mit meinen Zettelchen. Ich finde das so geil. Gucken wir mal. Also, Vierer Drachen kostet 37.000. Alles klar, oder? Wir haben 11 Drachen. Also sind wir bei. 400.000? Wirklich? What the fuck, Alter? Wir sind bei über 400.000, wenn die alle gedroppt werden. Alter Junge, wir gucken uns den natürlich an. Wir gucken, wie das läuft. Ich bin gespannt, weil es kann ja wirklich sein, dass du sagst, ey, komm, ich will wirklich CW-mäßig üben, aber oft darf man das nicht bringen. Wie gesagt, auch mit so Sachen hier, Wunschangriffe. Hey, wenn ihr sagt, ja, mach mal den und den, ich will den und den in der Möglichkeit mal sehen oder sowas, gar kein Thema. Das wird gemacht und fertig. Da bin ich der Letzte. Und da darf man auch nicht auf den Loot gucken. Aber so als Normalo-Auftritt ist das hier natürlich nix. Gut, dass du reingeschrieben hast mit den Drachen. So, hier, jetzt sind wir richtig gespannt, logischerweise. Vielleicht hast du die auch gerade, weil du garantiert Rathaus 9 sein wirst, hast gerade auf 4 geappt und gesagt, gut, okay, komm, jetzt zeige ich euch, was geht. Klar, aber ansonsten ist das so eine Sache, die sich definitiv nicht gelohnt hat. Knallhart, die hat sich nicht gelohnt.
So, hier nächster Rage. Ja, die, also ganz ehrlich, die halten schon was aus. So ist es nicht. Also man braucht jetzt nicht sagen, oh, die sind ja hier gleich down oder sowas. Also wirklich, die halten schon echt gut durch. So ist es nicht. Aber wie gesagt, wenn ich überlege, was das gekostet hat. Und wenn ich mir das jetzt wirklich mal durchrechne, was ich brauche, um zum Beispiel 2K mit der Queen und den Heilern zu ziehen, dann ist das ein Witz dagegen. Also ich mache die 2K klar und sitze dann noch ganz gechillt da, habe meine, ich sag jetzt mal wirklich 7, 8 Heiler, die ich teilweise wirklich verbrate, aber egal, who cares. Bin ich bei 80, dann noch ein paar Mauerbrecher, klar, die kosten auch Kohle. Aber ich sag jetzt mal, insgesamt bin ich 150, 160k, wenn überhaupt. Und dann läuft das. Dann habe ich aber auch 2k Dunkles gezogen. Und dann sage ich auch, gut, okay, passt. Also das ist wirklich immer so der Aspekt, der für mich da wirklich zählt. Normal. Normaler Loot wirklich. Also gut, klar, aber ist jetzt nichts Unnormales. Das darf weiter angeschaut werden, klar, aber hier, da, genau, Hauptaugenmerk auf jeden Fall da, genau. Dann haben wir da noch richtig schön was, aber da wirst du, doch, da müsstest du von der Zeit ja noch hinkommen und du hast auch noch genug Troops. Warum? Nee, das hätte ich nicht gemacht. Warum nee. Wie gesagt, sorry, wenn ich so in diesem Mecker-Modus bin, aber wenn ich die Luftabwehr blitze, der Blitz auf 4 kostet auch Alex, dann muss ich wissen, okay, da kann ich jetzt komplett über die Base rüberrennen und alles ist mir vollkommen egal. Wenn ich aber nur die Luckys habe, dann kriegen die das nicht hin gegen den Magierturm. Und wie gesagt, hier ist das Gold, da hat es sich versteckt, nirgendwo anders. Das hättest du auch ohne den Blitz klar gemacht. Genau, ja, so, so viel dazu. Also der war jetzt nicht so der Burner. So, Malte nochmal, WTF. Ja, die sind ja übelst auf die Bomben los, oder? Oh, der scheint aber auch wirklich alles verwendet zu haben, oder? Der hat Loons, der hat Schweine, der hat König, der hat Riesen, der hat Kobis, der hat Bogies. Der ist ja komplett am Start. Der hat ja alles einmal genutzt. Aber genutzt hat's ihm nix. Krass, ey. Aber ganz ehrlich, hey, also ich bin der Letzte, der da das Maul aufreißen darf. Weil wirklich, ich habe sowas gehabt, was weiß ich, ich hatte noch 3 Päcker vom Spenden für ein CW oder sowas und denke mir auch, ach komm, hier, greifst mal an, mach's mal easy fertig und krieg mit 3 Päckers so eine Klatsche. Also ich darf da gar nicht das Maul aufmachen. Ja klar, sobald, wie gesagt, Range von einer Luftabwehr ist da wirklich auch für Drachen schnell Ende. Klar, sogar noch den des Rathaus mitgenommen, aber ja. So, schauen wir mal. Okay, das ist, wie gesagt, es geht hier wirklich um epische Sachen. Nee, nicht um, oh, der war cool. Genau, hier, der ist nice, da kann man hier genau gleich auf den dunklen Bohrer, hier den nächsten auch gleich nochmal klar machen. Und dann haben wir hier richtig Loot. Das ist gleich Loot. Also zwei, so dieses Zeichen hier, dieses Ist-Gleich-Zeichen, das ist gleich Loot. Nicht Loser oder so. Egal wie, ihr wisst, wie ich es meine. Nee, also wie gesagt, das ist extremst nice, genau, durchhalten, richtig, immer schön raufhalten, auf jeden Fall, genau, und jetzt hier klar machen, da muss ich sagen,
Ich kann ja weitermachen. Da muss ich wirklich sagen, das, was ich brauche, wenn ich sage, ich will mehr Gold haben, dann orientiere ich mich erst beim Gold, mache das erst fertig und dann, okay, jetzt reicht's, ich will das Alex noch ziehen, dann so rum. Weil sonst könnte er schnell daneben stehen und sagen, Scheiße, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wie gesagt, 85 Bogies, da ist noch einiges über. Ganz genau. Kann man da nochmal schön lang ballern. Und dann ist das vollkommen in Ordnung. Über 200 von beidem. Einwandfrei. Jetzt noch ganz genau. So gehört sich das. Zack, und das war's. Die 20 Bogies kann man sich sparen. Ich bin mit dem King gar nicht mehr so weit reingegangen, weil schaffen tut man es da eh nicht. Mit dem Dreier King. Also, passt. So, das soll es gewesen sein. Jo, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich probiere es wirklich. Ich verspreche euch, ich bin da dran, dass ich den anderen Clan mal wieder leer mache. Das tut mir echt wirklich leid. Das muss wirklich sich ändern. Ganz klare Sache. Ich wünsche euch was und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, schreibt mal rein, wie findet ihr das neue Layout, dass ich da ein bisschen Input habe. Reingekloppt.